Hallöchen da draußen, herzlich willkommen zurück bei GTA 4. Wir haben gerade eben noch in der Pause eine Nachricht bekommen von Dimitri. Was steht denn da, Nico? Also, ich dachte, ich schickte dieses Bild. Sieht aus, als steckt dein Cousin ein bisschen in der Klemme, dein Freund Dimitri. Shit. Oh, shit. Oh, 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 oh. Na, dann sollten wir mal besser reinhauen. Ich will was essen. Das ist das Problem. Können wir vielleicht auf dem Weg vielleicht hier vorbeifahren? Ja, können wir eventuell machen. Wir brauchen erstmal ein Auto. Das ist erstmal das erklärte Ziel. So eins hier. Park 24 Hours. Können wir hier uns irgendwie... Wahrscheinlich können wir uns hier was holen. Ist jetzt vollkommen übertrieben, da hinzugehen. Ich will das jetzt aber wissen. Also, ob das geht hier irgendwie weiter und weiter. Ich dachte, das ist hier so ein kleines Parkhaus, wo man sich bedienen kann, weißt du? Oh ja, gut. Können Sie auch irgendwas anderes nehmen. Oh. Dumm-di-dumm-di-dumm. Ja, so viel ist hier nicht los. Können wir denn hier einfach mal einen anhalten? Entschuldigen Sie bitte, Sir. Ja, wir brauchen nochmal Ihre Unterstützung. Ja. Helfen Sie doch jemandem mit. Das haben die gar nicht gemerkt. Helfen Sie mir jemandem mit einer Krawatte. Das kann er bestimmt nachvollziehen. Er hatte auch so eine schöne. Wo muss ich hin? Das Grüne? Das Grüne, ja. Das Grüne ist das Essen. Gut, dann machen wir das erstmal und dann sollten wir uns besser beeilen. Bevor noch Schlimmeres passiert. Entschuldigen Sie. Ich muss da einmal durch. Ah, ist schon ein bisschen eine gehobenere Klasse hier von Fahrzeug, wa? Mit laberndem Navi und so. Oh, allem drum und dran. Gut, ja, und ich hoffe, wir schaffen dann noch unseren Termin beim hier Anwaltsbüro, ne? Mal gucken. Bestimmt läuft die Zeit jetzt nicht weiter, solange wir beschäftigt sind. Garantiert. Ich weiß halt auch nicht, wie genau man den Termin treffen muss. Hier bei unserem Date hat es ja auch funktioniert, wo ich viel zu spät war. Gut. So. Ja, schön eingepackt. Kurzen Happen essen. Wir könnten theoretisch auch noch eine Weste holen, ne? Das wäre vielleicht gar nicht mal so übel. Hi, welcome to Cooking Bell. Also gerade eben hat es auf jeden Fall sehr geholfen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Yep. So. Bye. Gut, dann sind wir wieder aufgeladen. Ja. Dann gucken wir einmal. Haben wir denn unterwegs noch einen Waffenshop? Da unten ist einer, das ist klar. Ist echt der einzige hier in der Nähe. Vielleicht gibt es hier auch noch andere, aber wir müssen sie erstmal entdecken oder so. Ja, wenn wir hier schon sind. Komm, wenn wir hier schon sind, dann machen wir wieder unsere bewährte Tour zum Waffenladen. Und dann machen wir uns da auf, weil ich könnte mir vorstellen, da wird es ein bisschen schwieriger. Ja, es könnte Stress geben. Der gefiel mir eigentlich ganz gut. Es wird wieder so ein Fahrzeug sein. Das gut aussieht. Oh, Entschuldigung. Das gut aussieht, aber Stress macht. Oder ist das ein anderer? Hier, was steht da drauf? Saber Turbo ist das, ah. Mal drauf achten, wie der sich verhält. Hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Boah. Ja, das ist... Ich könnte es nicht beschwören, ne? Aber ich glaube, das ist die Version von diesen... Ja, Muscle Car-artigen Fahrzeugen, die sich besser fahren lassen. Ja, ist nicht ganz so, ja, nicht ganz so behäbig, nicht ganz so schwerfällig, überhaupt nicht. Bestimmt kommt es mir einfach nur so vor. Aber egal. Gut, hier. Da. Ja, klar. Die coolsten überhaupt. Ja, kugelsichere Weste und, warte mal. Davon. Nehme ich mal so viel mit. Und welche haben wir noch verwendet? Die hier, ne? Relativ viel. Ah, geht so. Da können wir auf jeden Fall mal was mitnehmen. Ist jetzt nicht so wahnsinnig teuer. Pistole haben wir auf jeden Fall genug. Müsst ihr eigentlich öfter mal testen, wie die sich so bewährt. Oh. Und SMG, du kannst nicht noch mehr. Ach so, gut, wir sind proppevoll. Boah, schön. See you later. See you.
Hauptsache, wir müssen das nicht alles nochmal wiederholen, wenn wir gleich verkacken. Aber wird natürlich nicht passieren. So, jetzt haben wir leider eine etwas längere Strecke zu absolvieren, aber das heißt leider. Wir müssen es positiv sehen. Wir sind in Liberty City bei Nacht. Ist auch schön, ne? Genau. Ich mache mir hauptsächlich Sorgen um den Termin, aber wie spät ist jetzt? 1.38 Uhr, das müsste doch eigentlich passen. Das müsste im Bereich des Möglichen sein, innerhalb von einem halben Tag die Strecke zurückzulegen und die Mission zu schaffen. Aber wer weiß, was sich da gleich alles... was da gleich alles so passiert, ne? Was für ein Rattenschwanz das hinter sich herzieht. Wir werden sehen. Gut. Könnten mal die Mucke wechseln. Mache ich sofort. Ich muss hier mal ganz kurz aufpassen. Naja. So ein bisschen schwerfällig ist das Fahrzeug vielleicht. Könnte aber auch an meinem Fahrstil liegen. Hier. Lieblingssender. Ein bisschen Schrammel. Oh. Sehr gut. So, Duke's Bridge, pipapo. Mach das so. Boah. Dumm. Haben wir jetzt eigentlich schon... Wir haben noch nicht das ganze Gebiet freigeschaltet, oder? Ich vermute mal auf die dritte Insel... was heißt dritte Insel? Wie komme ich auf dritte Insel? Na gut, es sind so drei große, ne? 1, 2, 3. Plus die hier. Hier waren wir noch gar nicht, meine ich. Wir haben auf jeden Fall noch gar keine Symbole. Oh, jedes Mal. Ja, kacke ich hier wieder. Na, ja, blöd. Seit wann fahre ich denn so vorsichtig hier? Okay, der müsste da eigentlich über die Mauer gesprungen sein. Ich bin hier gar nicht richtig. Ach, verflucht. Einmal will ich es richtig machen. Es ist falsch. Falsch. Mist. Aber, ich glaube, wir können auch hier lang fahren. Ist jetzt natürlich voll im Gegenverkehr, aber... Müsste sich gleich regeln lassen. Einen Moment. Blöd. Ist hier kein Loch in der Mauer? Ich dachte, man könnte hier irgendwo rüberfahren. ja, denkste. Geht so. Ja, ich weiß. Entschuldigung. Ich sehe meinen Fehler ja ein, aber... Was soll ich machen? Hier, guck mal, perfekt. Perfekt. Genau so war es gedacht. Entschuldigung! Ach ja. Alter Schalter, ey. Ah, hier war doch... Ah, guck mal hier. Voll kaputt. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Was ist denn da geschehen? Ich weiß es nicht. Ja. Hier ist auch noch so eine Werkstatt. Mit diesem einen Fahrzeug da auf der Hebebühne. Das sieht aus wie die von Brooksy. Oder war das die? Ich meine schon. Also die, an die mich das erinnert hat, weil das ist schon eine andere, ne? Ist ja nicht am Hafen da. Egal, ist auch vollkommen Wumpe. Jo. Also, ja. Okay. Dark Hammer Street. Fancy Name. Ach, guck mal hier. Haben wir sogar einen Burger Shot. Wir sollten eigentlich fast da mal essen gehen hier. Unser Cousin, der wartet schon auf uns, weißt du? Gar kein Problem. Ja. Wir sollten hier mal kurz essen gehen, damit wir es auf der Karte haben. Das ist so der Punkt. Machen wir das mal. Auch wenn es jetzt nicht nötig ist, schon klar. Aber für einen Dollar oder was das hier kostet, nehme ich einfach mal das Symbol mit. Und? Ah, dauert ein bisschen. Ich dachte, das wäre Fast Food. Here it is. Dauert wirklich erstaunlich lang. Gut, ach, hier können wir auch raus. Cool. Kein Symbol? Kein Symbol? Ernsthaft? Was? Ach, vielleicht, vielleicht haben wir im Moment gar keine Symbole auf der Karte, weil wir ja anderweitig beschäftigt sind. Das finde ich jetzt ein bisschen blöd. Vielleicht haben wir es dann später. Naja. Wenn ich dran denke, dann können wir ja nochmal dran gucken auf der Karte. So, ein Jahr später lebt unser Cousin denn noch, unser Cousin.
Wo müssen wir da hin? Ich weiß nicht, ob ich jetzt aus dem Auto aussteigen will. Hier sind erstaunlich viele Fläschchen. Wisst ihr, was ich meine? Da hinten irgendwo. Ich lass mal hier stehen. Jetzt kratzen. So, was nehmen wir denn da? Was hier? Viel Moon. Na dann, Dimitri. Showdown. App. Und wir gucken mal. If I don't have grass, all I do is drink all day. What an ass fucker you are. If you want to walk out of here, Slav, you're going to have to think about how you will pay your debt. A friend of mine, Dmitry Raskolov, he would pay a lot of money for your cousin. I'll get you the money, just not that way. Oh yeah. Oberster Stock, oh Mann. Ich denke gerade nur schon wieder daran, dass wenn wir jetzt hier verkacken, dass wir wahrscheinlich den ganzen Weg wieder machen müssen. Aber denken wir, versuchen wir jetzt nicht dran zu denken, da ist ein bisschen Health. Oh je, wir müssen uns ganz nach oben arbeiten. Naja, wir sind hier eigentlich gerade relativ gut geschützt. Da hinten ist der Raucher neben dem Nicht-Rauchen-Symbol, neben dem Fass. Sollen wir damit mal anfangen? Probieren wir es. Das funktioniert ja super. Ausgezeichnet. Na dann. Bring it. Oh. Verschalter. Da oben. Ja. Boah. Da. Weil die da oben, die stören mich mit am meisten. Die uns erwischen könnten. Wo kam das denn her? Wo kam das denn her? Da war irgendwas? Endlich haben wir Zeit. Yep. Au. Na gut, dann eben du. Wenn du so schön aus der Deckung kommst. Mal reloaden. Yep. Und gib ihn. Eigentlich ganz nice. Ja, so ein bisschen Schießbuden-Style. Ich finde das so geil, dass die Säulen auch so ein bisschen kaputt gehen. Ist cool. Ja, denkst du? Wo sind wir denn surrounded? Also ganz ehrlich. Das wäre gemein, wenn die jetzt da von hinten kommen würden. Das ist richtig. Sehe ich nicht. Sehe ich aber nicht. Not if I kill you first. Hauptsache, wir haben jetzt nicht irgendwie Zeitlimit oder so. Das hoffe ich mal nicht. So, der ist... weiß ich nicht. Na, wo seid ihr? Da? War da jemand? Da oben ist jemand. Warte mal. Ich hab die doch gesehen. Habe sie doch gesehen. Oder? Oder? Ich meine, ich hätte da eben Köpfe gesehen. Da. Oder? Von hier so sehe ich sie nicht. Vielleicht bilde ich mir das ein, ich habe keine Ahnung. Na gut, dann weißt du was. Dann eben weiter. Doch, wir können es versuchen. Da sind sie, sag ich doch. Ist mir doch nicht eingebildet. Alter, wie präzise der auch mit der SMG schießt, ne? Ja, wir können sogar noch ein bisschen zoomen, super. Zu einfach. Das hätte ich nicht sagen sollen. Ja, Instant Karma. Ja. Niemand. Jetzt verstecken die sich schon wieder, weißt du? Die Ärsche. So, hier vorsichtig.
Das Health, das will ich mir ehrlich gesagt aufsparen. You will pay for what you've done. So, wie sieht's aus, Jungs? Niemand? Gut. Ja. Was war das denn? Oh! Es sah so aus, als wollte er da über das Geländer fallen, aber irgendwie hat er es nicht geschafft. Naja. So, was gibt's denn hier? Hier ist nix. Ja, das werden wir noch sehen. Hinten ist jemand. Ja. Lebt er noch? Nee. Okay. Ist immer ganz gut, wenn man die irgendwie in den Arm trifft oder ins Bein oder so, dann taumeln die da so hinter der Deckung hervor. Ist eigentlich ganz cool. Dumm. Haben wir den Test bestanden? Guck mal hier, können wir ein bisschen was einsammeln. Oder? Hat er was genommen? Das hat doch blöd gemacht, glaube ich. Ja, ist hier noch jemand? Ihr niemand? Na gut, dann können wir mal die Treppe hoch, wa? Boah. Boah. Was? Kam der denn her? Oh. Alles klar. So, wo seid ihr? Boah. Okay, Vorsicht. Wow. Nice. Also, es geht doch. So, ich will hier mal ein bisschen verstecken. Es fehlt irgendwie so ein bisschen Hintergrundmusik, oder? Bisschen actiongeladene Mucke. Hätten wir mal unseren Walkman mitgenommen. Das wäre irgendwie cool. Das wäre eigentlich tatsächlich eine Möglichkeit, oder? Um halt auch Radio unterwegs zu hören hier. Aber irgendwie so einen Walkman holen oder so. So. Halt so. Oh, Stöpsel. Ja. Mit wem redest du, Junge? Sammel, Sorium. Oh, ist das... Oh, eine Weste. Cool. Gefällt mir an sich ganz gut. So, wie geht's jetzt hier weiter? Ich hätte die Weste mir noch aufsparen sollen. Glaube ich. Ja, können wir uns hier ein bisschen verstecken? Ja, geht so. Ah, ja, ist ganz okay. Ich glaube, der ist noch nicht tot. Nee. Das hast du falsch gesehen. Ich wollte gerade sagen, Hauptsache die treffen nicht die... Oh mein Gott. Ich will jetzt sofort die Weste haben. Ich wollte es gerade sagen. Alter, ich weiß, wir haben unten noch Health. Oh, gefährlich. Und es hat so gut funktioniert. Oh mein Gott. Kann ich hier nochmal runtergehen, ohne zu sterben möglichst? Ha, es war da ja ganz am Anfang, ne? Was für eine Wendung auf einmal. Eieieiei. Hier. Das nehme ich mal. Haben wir noch ein bisschen Moon? Ja, das geht. Gar kein Problem. Ich will noch so eine Weste haben. Liegt hier nicht irgendwo noch eine zufällig? Und ja, ich sollte mich fernhalten von den Flaschen, aber... Ja, was willst du machen? Was willst du machen? Geht's hier lang? Nö. So, wer ist noch übrig? Na, haben wir es bald geschafft? Gibt es da noch einen großen Showdown?
Das ist richtig. Ist auch wieder eine Flasche. Der Haken schwingt da rum. Müssen wir damit noch irgendwas machen? Wahrscheinlich nicht. Ja, ja, ja. Ich höre dich. Wow. Oh mein Gott. Vorsicht, 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 Junge. Heißt du. Ja. Cool. Alrighty then. Liegt hier noch irgendwo was? Oben? Hinten vielleicht? Oh, da ist was. Oh, 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 oh. Hier ist schon Ruhe. Shit. Da hinten ist etwas, aber... Ne, ich glaube jedenfalls. Aber da sind auch Leute. Gucken wir vielleicht erstmal hier. Noch geht es ja mit dem Health. Oh, shit. Oh, lad nach, lad nach. Halt die Fresse. Mr. Raskolov will be so happy when he sees your dead body, Bellic. Dmitri was right. You found your fat cousin right away. Your pain is over, cousin. I'm coming. Your pain is over. Das kann man auch falsch verstehen. Ich will da hinten anhelfen. Deswegen mache ich das hier gerade. Ah, liegt er? Bleibt er unten? Das da will ich. So, schnell. Eieieiei. Ah, ist aber irgendwie cool. Etwas längere Schießerei. Oh. Ich mag die Steuerung hier immer noch ganz, ganz gern. Yeah. Da sind auf jeden Fall schon auf der richtigen Etage, wie es aussieht. So, ist hier noch jemand? Vorsicht. Langsam. Aber sicher. Cousin, relativ. They will pay for taking you. Cousin, sag mal was. Und jetzt nicht noch den Roman erschießen irgendwie. Aus Versehen. Das wäre das Mega-Upsi überhaupt. Müssen wir uns dann auch wieder den Weg zurückbahnen, ist die Frage. Make them suffer, Cousin! Also, ja, haben wir schon gemacht. Haben wir schon gemacht, ein bisschen. So, ist er hier irgendwo? Job it, ja klar, natürlich. Wir lassen hier alle stehen und liegen. Nico, please help me. Ja, so viel dazu. Vorsichtig. Yeah. Thank you, cousin. You saved my life. We should get out of here. Folge Roman, ja, sei vorsichtig. Oh mein Gott, sei vorsichtig. Der stiefelt einfach mal. Sollen... Take me home, cousin. Sollen wir nicht lieber vorgehen? So, jetzt nicht nur auf die Fresse legen, möglichst. Schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Langsam, langsam. Vorsicht, Vorsicht. Okay, dann go. Hui, schön. Wo lang da? So, dann erzähl mal. What the fuck? Genau. You have been gambling. I give you money. How are you in debt? There are cycles, cousin. You must lose a little to win a lot. Come on, my cards were not good. Roman! That man knew Dmitri. He was trying to make me give you up to him. I would never... Of course you would not. Dmitri has taken this too far. He wants you dead. Bohan is not safe. I'm going to get us a place in Algonquin. Are you okay? I'm used to taking these beatings, Nico. I almost expect it now. Wherever I go, there are people who want to kill me. Men who will kidnap me. I'll never marry Mallory. I won't be able to sleep with another college girl. There is a knife hanging over me. A clock is ticking. Eieiei, und deswegen machst du hier, ist der Burgerladen, da ist kein Symbol. Wollte ich nur mal sagen, wobei es ist jetzt wieder der Fall, dass wir hier generell keine anderen Symbole haben. Ne? Warte mal kurz. Wird er denn hier angezeigt? Nein. Nee, sieht nicht so aus. Schade.
So, wo lang? Hier? Ja. Und das ist alles, was er dazu zu sagen hat, ernsthaft. So ein paar mehr Details wären schon interessant gewesen. Voll die Monsteraufgabe hier, weißt du, irgendwie 20 Leute getötet. Ach, wenn es nicht mal mehr waren. Ja. Wenn es nicht mal mehr waren. Und das ist alles. Hm. Könnte uns wenigstens dann auch 20 Mal danken. Das wäre sehr nett. Aber nein. Weißt du, ach, ich muss das machen. Ich habe hier Midlife Crisis und pipapo, weißt du, ich habe keine Chance mehr zu vögeln. Mhm. Gut, okay. Das ist also die Entschuldigung. Gut. Von mir aus, wir sind da. Man, this is out of control. I know. What are we going to do? I don't know. We're going to die. I don't want to die, man. Not like this. How would you like to die? Having a threesome on my 100th birthday? I don't fucking know. I'm scared, you cold bastard. What are we going to do? I'm not cold. You're cold. All you care about is revenge and getting your own way. And all you care about is money and gambling it away on the internet. Oh, isn't America great? I get to sit in front of a computer and play Mr. Rich Man and get into debt with crooks. Okay, I messed up. I know I did. I thought things would be different. I don't understand this place so good. Oh, man, what are we going to do? Stop sitting in front of the computer gambling our money. Stop getting into illegal card games. Stop spending all our money. Yes. Thank you. And stop thinking about the Russians. Man, we just need to disappear as far as they're concerned. Disappear! Okay, okay. But I want Florian and Darko. I need to know what happened. Give me that. Fine, but leave the Russians alone. I was not the one gambling in their private club. I didn't know! Give a guy a break! Okay, okay. Okay. I'm going to clean up. I have a nasty feeling I had a bit of an accident back there. And Nico. Thanks. Ein Malöhrchen ist da passiert. Na ja, gut, also kann ich verstehen. In Ordnung. Gut, dann ja. Ach, guck mal, jetzt ist der Burgerladen da. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ausgezeichnet. Dann bin ich ja beruhigt und außerdem so ein kleines bisschen Genugtuung hier, dass es doch noch irgendwie ein Gespräch zustande kam. Alles auch alles gut. Sehr schön. Frage. Was? Ah, genau, genau darauf wollte ich nämlich hinaus. Schaffen wir das vielleicht noch? Das ist nämlich die große Frage. Ach, du Heilige, da ganz unten. Rechtsanwalt. Oh je. Wir probieren's. Ich würde sagen, wir probieren das. Machen mal wieder ein bisschen Überlänge. Warum eigentlich nicht? Ne? Ist ja ganz normal. Und wir versuchen noch, diesen Job abzuschließen. Falls es nicht klappt, falls wir irgendwie verkacken, falls wir da ein andermal hin müssen, dann gut, dann machen wir halt Schluss für heute. Aber ansonsten erledigen wir das noch. Ja, so machen wir das. Das ist der große Masterplan überhaupt. Behäbiges Fahrzeug, ich sollte irgendwas anderes nehmen. Naja, wenn es sich einmal in Gang gesetzt hat, dann geht es vielleicht so einigermaßen. Boah. Gut, gut, gut. Ja, immer was zu tun, ne? Nico, what's this I hear about you running with Patrick McCreary now these days? He's got work and he's a good guy. You're not planning on taking him down, are you? Play off him, for me. I'm not planning on taking him down. He's my damn brother, you idiot. Patrick McCreary, Francis McCreary. It's all starting to make sense. I knew Irish families were big, but I didn't expect to run into brothers in a place the size of Liberty City. Yeah, just thank the Lord you ran into Packy and not my other brother. Packy's just a hood, but Gerald is into some serious shit. And Derek, okay. If that asshole ever das ist der eine, den wir gesehen haben, bestimmt. Responsible for what I do. My brothers ain't no good, Nico. Trust me on that. You know what? Me and Packy get along. Maybe if doing what you do is good, then I want to be no good instead. I should meet the other McCreary's. What you wish for. Das war doch bestimmt der, der da im Auto saß. Hier von wegen, er hat da ein paar Jobs für uns. Das könnte gut sein. Naja, gut. Wie dem auch sei.
konzentrieren uns erstmal auf unser Vorstellungsgespräch. Gar kein Problem. Nacht durchgemacht, 100 Leute getötet, weißt du? Ja, muss man sich ein bisschen den Staub vom Anzug putzen. Klopfen. Na, jeder schon. Boah, kleiner Energy Drink. Ach ja. Und dann kann man zum Interview. Gut. Wie spät ist es denn? 13.19 Uhr. Könnte noch. Ah, wir haben einen Daumen nach oben gekriegt vom Roman. Ist aber auch das Mindeste. Ja, könnte noch passen. Hoffe ich. Macht natürlich einen super. Eindruck. Wir haben eine Nachricht. Okay. Ich würde ja gern mal gucken. Aber ganz ehrlich, ich will lieber ein bisschen Vollgas geben hier. Ich versuche mich mal nicht ablenken zu lassen. Oder vielleicht ist das ja die Nachricht, die uns sagt, dass wir zu spät sind. Ja, wird jetzt ja nicht besser, wenn ich jetzt stehen bleibe, um die Nachricht zu lesen. Ja. Erstmal Motor ausmachen, ansonsten ist es ja illegal. Ja. Dumm-di-dumm-di-dumm. Hier. Ja. Ich glaube, es ist hier. Gut, dann bitte sehr. Aussteigen. Und hier noch eine Bild kaufen. Express oder whatever, egal. So, und wir packen mal die Waffe weg. Wir sind da. Oh yeah. Final Interview. It's Nico Bellic. I'm here for an interview. Ja, das Gespräch am besten mit einem einleiten ist eine sehr gute Idee. Goldberg, Ligner and Scheister, Sir. Das ist kein Zufall, dieser Name, oder? Genauso wie Pisswasser und so. Das zielt doch auf die Deutschen ab. Mr. Auf die deutschsprachigen. I'll just see if Mr. Goldberg is available. Dankeschön. Mr. Goldberg, Mr. Bellic has arrived for his interview. Okay, great. Tell him to come through to my office. Would you please follow me, Mr. Bellic? Klar. Sure. Natürlich, ja, dann bitte sehr. Diese Bilder sind groß. Oh, das kann man auf jeden Fall darüber schon mal sagen. Is such a saint. Was? He teaches kids to swim, you know. He's just so warm and giving. All he cares about is making the world a better place. And boy, ist das so? Are you in trouble if you get in his way. Do you think he'll like me? Können wir hier ein bisschen durch die Büros stöbern? Don't be nervous. He doesn't bite. Hard. Okay, na dann bin ich mal gespannt, was wir hier machen müssen letztendlich. Hello, Nico. What's that short for, Nikolai? I'm looking for a man who can get jobs done right. Nikolai, I like your resume. You seem to be the sort of man who would go the extra distance. I just need to take another look. Get myself reacquainted with your experience. Steh auf, wenn du bereit bist und richte deine Waffe auf Goldberg. Das ist sehr direkt. So, you're the sort of man who doesn't wait to get told what to do. A guy who looks at the world, sees problems and tries to fix them? Sure. My problem is that people don't notice the decay in society. They leave the decay alone and soon it's too late, so you have to pull the whole tooth. Yeah? I am the guy who goes around shaking people. Ich weiß nicht, ob es irgendwann zu spät ist, keine Ahnung. City Hall. I shake them and I say floss. Get rid of the rotting flesh stuck in your teeth. Prevent decay. Mouthwash, you hear me? Könnt ihr die Zahnlücke putzen mit einer Kugel? He's not. You wanna know why? Because the law is clear. I'm gonna crush him into dust. No one is above my judgment. You understand me? Okay. Here at GLNS, we're pushing things to the limit. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Ich glaube sowas hier, oder? Auf die Distanz. Na dann. Fight for your right. Gut. Akten. Nimm das. You didn't see anything. Okay? Okay. Okay. Sollte ihn doch ein bisschen aufhalten. Ja, ist nicht die richtige Distanz.
für diese Waffe. Aber ganz ehrlich, müsste doch eigentlich reichen. So, wie viele Sterne wären es noch? Würde gerne mal nachladen. Können wir da noch rein? Ich vermute mal nicht. Ja, genau. Gehen wir aus dem Weg. Wir nehmen mal was anderes hier. Irgendwas Schönes. Es müsste doch eigentlich gehen, nach dem, was wir eben erlebt haben, weißt du? Eigentlich ja. Mal eben ausprobieren. Kommen wir in die Büros? Ja. Oh. Schick. Cool. Ja, nice. Können wir auch aus dem Fenster, ne? Ich glaube nicht. Ist da jemand? Ja. Macht er noch was? Ich will es lieber nicht drauf anlegen. Ich will es nicht herausfordern. Ich brauche eine Weste. Das wäre nicht so schlecht. Okay, wie geht's weiter? Da ist schon der Eingang, oder? Beziehungsweise Ausgang. Gucken wir mal. Ausgang ist verschlossen. Also, natürlich. So. Wo lang? Vielleicht da die Treppe runter? Probieren wir es mal. Ist hier noch irgendwas zum Einsammeln? Die ist hier ganz cool. Mag ich. Ja. Ganz, ganz cool bleiben. Vorsicht. Ja. Hier könnte sich etwas ergeben. Ich durch den Keller, durch die Garage oder so etwas. Richtig viel ist hier nicht los, oder? Ich meine, es okay. Komm hier durch. Ich vermute nicht. Nee. Nicht vorgesehen. Okay, Lady. Gehen wir mal nach da unten. Sieht mir vielversprechend aus. Jedenfalls gibt es da Health. Brauchen wir nicht mal. Das ist erstaunlich. Noch. Noch jemand? Ja. Oh, Vorsicht. Da konnte ich jetzt nichts für. Was machen sie da? Oh, shit. Draußen ist die Heat am Gehen. Oh, ja. Oh, ja. Kommen wir auf jeden Fall raus. Können wir uns das Auto nehmen? Shit. Gib Gas. Oh mein Gott. Vorsicht. Oh, das ist gefährlich. Oh, shoot. Oh, nein. Oh, das ist nicht gut. Zwei Platte. Vor allem, ich weiß nicht, ob das Auto nicht irgendwann Feuer fängt. Wenn die Reifen da die ganze Zeit Feuer sprühen. Oh, das ist nicht gut. Von wegen zu einfach. Ich bräuchte eine andere Karre. Alter, wie der mich wegdrängen will. Ich will nicht noch mehr Unschuldige umbringen, aber wenn ihr mich dazu zwingt, ich brauche eine andere Karre. Es geht nicht. Vielleicht hätte ich mir besser ein anderes Bullenauto nehmen sollen. Oh, Komm schon. Oh, gib Gas. Alter, cool. Ich bin fast tot. Wie ist das denn auf einmal passiert? Oh mein Gott. Oh Mann, wenn jetzt der Heli auch noch auf uns ballert. Oh, das ist nicht gut. Die Mucke auch dazu. Okay. Weiter. Volle Konzentration. Ich bin ein bisschen angespannt. Merkt man das? Wo lang? Warum frage ich mich gerade, ob dieser Burgerladen da eben auf unserer Karte war, weißt du? Klar, am besten anhalten, erstmal was essen. Das ist eine sehr gute Idee. So, da, genau, da kommt jemand.
Weiter nach Norden. 3 Sterne. Ist schon ein bisschen härter. Mal immer geradeaus, geradeaus, geradeaus. Mal gucken. Oh. Musik vorbei. Mist. Voll eingeklemmt. Hier. Weiter, weiter, weiter drehen. Ja. Oh Gott. Da geht's weiter. Shit. Ja. Kommen einige an. So ein Fahrzeug wäre vielleicht nicht schlecht. So ein Hammer, ne? Aber ich steige jetzt nicht freiwillig aus. Das ist eh so saugefährlich jetzt, wenn die einmal schießen. Oh Mann. Oder so ein Motorrad. Bräuchten was Schnelleres. Shit, shit, shit. Ja, genau. Der ist hängen geblieben. Das ist gut. Hier nach rechts vielleicht. Probieren wir es mal. Wenn die wüssten, dass wir uns nur einmal anpusten müssen. Hier im Krankenhaus könnten wir uns, uns direkt einliefern lassen. Auf jeden. Das ist die Frage, ne? In die Notaufnahme oder in die Psychiatrie? Oder beides. Okay, da vorne ist ein Bulle. Ja, oh, das sieht nicht schlecht aus. Guck mal, wenn ich jetzt hier rausfahre. Könnten wir es vielleicht geschafft haben? Soll ich vielleicht. Weißt du was? Hier mal ein bisschen unkonventionelle Wege. Yeah. Ah, wir müssen auch noch zurückfahren. Cool. Cool, cool, cool. Haben wir das geschafft? Und wo müssen wir lang? Ja, eine kleine Strecke, aber das schaffen wir jetzt auch noch. Das kriegen wir jetzt auch noch hin. Dann liefern wir die Akten jetzt noch ab. Und dann machen wir für heute erstmal ein Päuschen, würde ich sagen. Boah. Wie gesagt, waren nur 3 Folgen, aber 2 Stunden und 10 Minuten Stream. Ist in Ordnung. Kann man mal machen. So viel zwischendurch. Boah. Gut. Entschuldigung. Alrighty then. Natürlich war es das dann auch mit der Mission, aber ich denke mal, das wird der Abschluss sein. Wir können mal eben nach der Nachricht gucken. Nachrichten nach Roman, okay. Hey Cousin, danke, dass du mir den Arsch gerettet hast. Da ist das Dankeschön, sehr schön, sehr schön. Als mich dieser Biker für die Russen entführt hat, habe ich gedacht, ich habe mein letztes Spielchen gemacht. Du bist ein verdammter Held, Mann. Rom, sehr schön. Das trägt auch noch zur Genugtuung bei. Oh, ich könnte hier was essen, ne? Ja, machen wir gleich. Sollte jetzt eigentlich, hoffentlich, passen. Sei denn, das ist jetzt irgendwie eine Mega-Falle. Aber nee. Ich denke nicht. So, freie Fahrt. Für den Kleinkriminellen, der immer größer kriminell wird. Oh ja, oh ja. Ich finde das lustig, dass die verwandt sind. Hier der Bulle und der, eben, der Kleinkriminelle und der Größere. Oh. Gucken, was sich da noch ergibt. Haben wir damit eigentlich vielleicht auch irgendwie ein Druckmittel gegen ihn anhand? Aber ganz ehrlich, der ist eh so labil. Das kann man wahrscheinlich auch anders erledigen. So, ich bin gespannt. Here are the files. Great. Peace at last. I feel cleansed. Klar. Mal gucken, wie lang. Too, right? I don't need to worry about him. He's done. Whoa, music to my ears. A weight has been lifted. Here's your payment. Mal gucken, wie die bezahlen. 1000, echt? Naja. Naja. Ich weiß ja nicht so recht. Auch ein Polizeiauto, schön versteckt, könnte man sich nehmen, aber ich würde sagen, können wir hier gerade noch was essen gehen vielleicht? Hier, guck mal, um die Ecke, wieder unser Stammplatz, oh, Stammlokal, mit diesem völlig unauffälligen Auto, ja, auch kein Problem. Ich weiß gar nicht, wie das ist, ob man jetzt nach dem Speichern und Neuladen
ob man da nicht sowieso wieder geheilt ist. Können wir es mal ausprobieren? Ich meine, es wird mir wahrscheinlich das nächste Mal dann schon auffallen, ne? Wenn wir dann so aussehen, wenn wir das nächste Mal laden. Packy, was hat er denn zu sagen? Hab diese Liberty Tree Geschichte über uns und die Triaden am Fischmarkt gesehen. Als ich nach heißen Amateur-Porno-Sachen im Netz gesucht habe. Aha. Hat meinen Steifen total gekillt. Muss meine Homepage ändern. Was? Okay. Ach ja. Lass die Information einfach weg, aber ist okay. Gut. Dann würde ich sagen, wir machen einmal. Ach, wir können ja gar nicht so speichern. Aber es müsste eigentlich gespeichert sein jetzt nach dieser Mission. Ja, dann würde ich sagen, 45 Minuten Folge reicht erstmal wieder. Und ich mache für heute mal ein kleines Päuschen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Dabeisein und hoffentlich sieht man sich das nächste Mal wieder. Bis dann, macht es gut und tschüss.